Und herzlich willkommen zu Let's Play Amnesia, krassen Maps und Stories. Diesmal geht's mit Kidnapped weiter und ich wollte euch kurz zeigen, ich habe jetzt letztens so einige viele weitere krassen Stories installiert, so dass ihr sehen könnt, ne, so schnell wird's mit diesem Let's Play nicht fertig. Obwohl ich noch Penumbra offen habe, aber das ist ja dasselbe Spiel, also ich werde es wohl gerne so abwechselnd machen. Auf jeden Fall sind wir zuerst stehen geblieben, als wir in einem Wald waren und so. lol. Also, das war die custom Map und Story, Also, naja, also ich habe so diesen Part eigentlich geplant, dass es ein bisschen weitergeht, aber. Tja, lol. Also, ich habe nicht gewusst, dass es so schnell jetzt so schon das Ende war. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach gleich hier eine neue Map direkt an. Painful Schnein habe ich schon mal getestet, das ist nicht so schön. Wir erstmal mit Unsterblich, das hört sich mal schön an und so. Obwohl das wohl Englisch ist, naja. Father Victor Wayland was on his way home when a very tiring, nein, from a very tiring, eventful day. Waving a fellow passerby, he suddenly hears a shriek behind him. He turns only to see Bisschen ersing toward him, bisschen verbuggt die Schrift. He crumples to the ground under the force of the blow. As darkness clouds his vision, he hears scream echoing around him. Also das heißt, er wurde irgendwie vom Schrei, dann boom, auf dem Boden und viele Echos. Wie kann man die Story so gut zusammenfassen? Ich habe schon wieder meine Lampe hier dabei. Ich finde das ein bisschen schlecht aufgeleuchtet. Na? Warte mal. Hä? Na, ich mach mal ein bisschen weiter hier hin zur Kamera. So. Ist ein bisschen besser, ne? So. Okay. Na. Hallo, Monster. Na? Nimm doch mal die Tür hier. Hallo. Ich liege am Boden. War wohl eine harte Nacht hinter mir hier. So. What the hell? Oh. Okay. Hallo, Fenster. Hi. Stuhl. Hä? Wo ist er hin? What the hell? Okay. Ich sehe, es sieht wie ein bisschen wie im Geister aus. Oh, shit. So. I have very little time to write, as my companions are just outside the door, fending off the gruesome horrors that appear tonight. Nobody knows that they are or where they came from. All we know is what we had to get you to safety. You pass out shortly after one of those things attacked you. I've brought you to your sanctum and pray that you will awake shortly and ride us to hellish demons. Perhaps you, through prayer, can summon a divine force or perhaps bring a miracle. Stay safe, Reverend. Werde ich machen, Reverend. Hallo, ich will meine Sachen haben. Eine Violine! What the hell? Hallo, Dennis. Hi, hi. Ich tu die mal auf dem Tisch hier. Aua! Dennis. Nein! Oh. Hat sie verdient, würde man sagen. So, hallo, Tür. Oh. Holy fuck. Okay. What the hell? Nein! Schließ die Tür. Do not fear the blackness. Ach du. Ach. Ich sollte rausspringen. Ich dachte, die wäre jetzt extra gestorben. Oh, okay. Das ist ja sehr schön gemacht. Dass ich vielleicht direkt sterbe beim Anfang, ne? Ich habe das Gefühl, dass es wieder so eine miese Story wird, wo man viele Monster hat. What the? Oh. Ich dachte schon, dass er verbuggt.
Aha. Komische Sachen gehen hier vor. Oh, so ein Fechtdings für den alten Ofen. Ja, haben die früher Leute benutzt. Die haben das damit gemacht, damit das länger brennt. Oder auch nicht. So, Kiste, Kiste, Kiste. Nein, 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 nein. Hey, hey, psst, psst. Komm, komm auf. Hey, geh auf. Warum geht das nicht auf? Arsch. So. Mein Bett hier. Na, hör mal. Ein Bett verschieben. Da ist noch nichts drunter. So. Okay, ein Schrank. Ist da was? Nee. Ja. Aha. Oh. Ah. Ah, Blade. Ich habe eine Klinge aufgenommen. Schon, dass ich jetzt mal in diesen Klingen bestimmt nicht Monster töten kann. Würde ich mal sagen. Ah, da ist der Schlüssel. Mies. Ich werde aber erstmal die Sachen hier lesen. Oh, ein Brief. Dear Father, I write you to you in the hopes of you being able to decipher the meaning of the sketch I left on your board. I've recently undertaken a patient who appears to be suffering some sort of dementia. He's been repeating phrases in a foreign language. The only one he speaks in English is the end of your tone comes once he wakes from his slumber. Hopefully you can make sense of the sketch. Perhaps there are more forces at work than meet the eye. Egards, Dr. Smith. P.S. I forgot to give you the key to your sublisher, so I left it by the sketch. Ja, das ist der Sketch. Oh. Sieht aus wie so ein dämonisches Ritual, würde ich mal sagen. Laterne, Laterne, Laterne. So. Oh, Äpfel. Ne. So. Ist nichts. Ah, ah, hallo. Kann ich gerne gebrauchen. Zunderbüchchen. Halt, Stuhl. Hi, hi. Ja. So. Was für die. Oh, Kisten. So viele Kisten. Immer da ist nichts. So. What the fuck? Auch wieder so eine Map mit solchen Städten und so. Nicht schlecht. Da will ich nicht lesen. Father Back to Wildland. Ah, das ist sein Haus gewesen. Kann ich das pumpen? Ja. Das ist mir ziemlich ungeheuer. Guck mal da zur Tür, die so schön beleuchtet. Leicht? Nö. Schade. Dann gehe ich mal hier oben hin. Mal sehen, was kann die Tür hierfür machen? What the fuck? Hallo Hund. Oh. Und da ist eine Säge drin. Do it yourself, Taxidermy. Okay. Ah, vielleicht. Nö. Wieso nicht? Oh, schade. Hallöchen. Da ist nix. Schöner Picture, schöner Picture. What the fuck? Okay. Stühle, Stühle. Sonst nix. Ein Klavier. Ah, mal schöner Picture. Ha. So, ich will mich nicht dahinter festbargen. Wie ich das schon mal öfters so gerne gemacht habe. Hi. Hallo, Öl. So. Ne? Ist nix. Ah, guck mal, ich kann mich dahinter backen. Vielleicht kommen die Monster auch nicht hin, wer weiß. Ist doch ein schöner Ort, um sich zu verstecken hier. Bam! So. Hallo? Ist da jemand? Das sieht ja komplett böse aus, ey. So. Nur allein im Dunkeln hat man echt noch viel mehr Angst, kann ich euch sagen. Das denn? Hm. Hallo. From the look and smell of it, the body has been here for less than a week. Tja, ich würde mal sagen, hardcore. Rape. Ho! Holy shit. Oh fuckness. Hallo?
Ist da jemand? Oh shit. Jetzt hat er mich hier eingesperrt, wie man sagen. Ganz hinterhältig. Oh, jetzt muss ich Türen aber schließen können. Problemlos. Geht doch. Aufgenommen. Outkey. Oh, was ist das denn? Hä? Ja, komisch. Keine richtige Notiz aufgenommen. Hallo, Arm. Na? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt gleich runtergehe, kommt das Monster. Würde man sagen. So. Hallo, ein Buch. What the fuck? Verschwindet doch nicht wieder. Ist ja unhöflich. So, ich habe ein Buch, viele Bücher. So, das heißt, der Fahrrad los. So. Schublade. Hallo. Hallo, Stuhl. So. Ach, Kackbratzen, Sabbelibibob. So. Ach, und jetzt ist doch schon mal ein Ölfass leer. Kommt davon, wenn man zu viel benutzt, dann an der Stelle bleibt. Hallo? Box. Du gehst voraus. Los. Bist du sicher, dass da nichts ist? Ja, bin ich. Los. What the hell? Holy shit. Holy fuck. Oh nein. Oh shit. Fuck, die erste Seite, erste. Oh shit. Oh kacke, oh kacke. Der Text says Shed, also Schuppen. Das heißt, vielleicht in den kleinen Häusern hier gegenüber. Sie mal neben diesem komischen Schloss, wo wir reingegangen sind. Das ist doch ein Schloss, das ist kleine Burg. Nicht mal eine Burg, was weiß ich. Geben Lebenszeichen. What the fuck? Super, war wahrscheinlich jetzt so ein Schatten nur. Oder wie? Guck mal, vielleicht kann ich da raufspringen. Ja, ey, cool. Kann ich das Monster austricksen? Ja, ist doch geil, ne? So. Schuppen. Geht doch. So, jetzt schnell hier zumachen, ne? Bevor das Monster mich gleich hier fistet. So. Hallo, Schaufel. Eine Tweets, eine Notiz. Please, I need to help my patient. My patient. He escaped to my clinic and went to the end of the village. They followed him to the valley where the church is. He promptly went and hid in the garden shed. I followed him there, hoping to subdue him. Instead, I found myself in an empty room. I found this hatch in the corner. I opened it and peered inside, only to find more than the small pit I accepted.
In my carelessness, I knocked over the piles of boxes and now I'm trapped down here. Please come quickly. Boxes. Oh, hallo. Jetzt habe ich gesehen. Ich habe gesehen, du bist mit da reingegangen, ne? Ich werde dir mal helfen. Schon wisst ihr, wie mein ganzes Spiel eigentlich keine richtigen Menschen trifft, ne? Ja, die sind wahrscheinlich alle tot. Ganz optimistisch gesehen, ne? Oh, so viele Boxen und Boxen und Boxen. So. Verdammte Boxen. Oh, da ist was. Hallo, Öl. Hätte ich fast übersehen. Ich leg's nicht rein. So. Dich tu ich mal da rein. Du Box, du kommst hier rüber. Genau, da bleibst du jetzt. A narrow hatch. After pushing outside the boxes, I opened the narrow hatch and squeezed inside. There was something I didn't like about where I was going. It was dark. Ja, ich mag die Dunkelheit auch nicht besonders. Das wisst ihr ja. Oh shit. Scheiße. Boah, ich habe gerade Mathe-Abschlussarbeit geschrieben, ne? 3 Stunden. War eigentlich gar nicht so schwer, wie ich dachte. Kam alles dran, quadratische Gleichung, dann weiß ich, Wahrscheinlichkeitsrechnung und sowas. Dann kann man noch so einfache Sachen wie zum Beispiel, wenn du eine Farbe einmal hast, ne? Dann musst du halt so einen Raum berechnen, Quadratmeter und einfach, ob das passt oder nicht. Und da kamen noch so schwer Sachen, also. Ja. Sehr abwechslungsreich, würde ich sagen. Ich mag Prüfungen sowieso generell nicht. Wer mag die schon? Was das denn ist? Für eine Aussage. The note is covered in blood and writing is almost illegible. The walls close around me is white. If you are reading this, get out while you still can. The abominations I have witnessed here bear resemblance to man, but do not be fooled. I foolished my inventory into this place and now I pay for my actions. My entire life I have doubted your existence and wife to disprove it, but no, God, take me into your arms and away from this hellish place. What the? Was ist das denn? Vielleicht kann ich da rauf, hallo? Sind hier keine Boxen oder so? Kann ich die hier überhaupt bewegen? Nö. Okay. Strange Chemical. So, vielleicht ist hier irgendwo ein kleines Loch oder so, ich reinschlüpfen kann. Was weiß ich, hör mal, das hört sich jetzt. Ja, that's what she said. So. Vielleicht. Nö. Ne, dachte ich mir schon. Kann ja nicht passen. So. Hallo Stein. Hä? Was war das denn? Hä? I should say, well. Oh, what I ignited. Okay. Ach so. Okay. Ah! Was für ein Effekt. Oh ja, das sieht natürlich sehr schön aus. Wir haben auch schon locker so 19 Minuten erreicht. Also passt. Hi! Na? Hey, der hat mal zur Abwechslung im Gesicht. Bin ich nett. Viele Knochen. So. Bro! Hey, hör auf mich zu verfolgen. What the fuck? Jetzt kann ich nicht mehr zurückgehen. Ich beobachte euch. Oh fuck. Shit. Das sieht natürlich nicht besonders schön aus. Bah! Hatte mich erschrocken. Puh, ich würde mal sagen, hier an der Stelle beende ich die Aufnahme echt, bevor ich noch durchdrehe. Sure.